Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute im Hunsrück unterwegs, genauer gesagt in Laufersweiler, und wir gehen die Traumschleife Kapleifelsen. Die Strecke ist knapp 9 Kilometer lang und es geht über knapp 160 Höhenmeter. Und wenn ihr wissen wollt, was uns hier so erwartet, dann bleibt dran. Wir sind fast bei der Hälfte der Strecke und kommen zum Zwischenfazit. Es gibt hier wirklich sehr schöne Wiesenabschnitte, wo auch jetzt viel am Blühen und am Grünen ist. Das hat uns gut gefallen. Und jetzt mittlerweile kommen auch immer mehr Waldabschnitte dazu und auch einige schmale Pfade. Es ist auf jeden Fall eine entspannte, idyllische Wanderung. Ja, und zu dieser abwechslungsreichen Wegführung gesellt sich auch noch das schöne Wetter. Und es sind auch relativ wenige Mitwanderer hier unterwegs. Das heißt, momentan kann es eigentlich kaum besser laufen. Ja, wir sind jetzt mal gespannt auf die zweite Hälfte. Thank you.
Wir befinden uns kurz vor dem Ziel des heutigen Weges und kommen daher zum Fazit. Die Strecke lässt sich in zwei Abschnitte unterteilen. Die erste Hälfte führt eher über Felder und Wiesen, während die zweite Hälfte eher über Waldpfade führt. Die Tour können wir empfehlen für Menschen, die gerne ihre Ruhe haben. Man ist kaum auf andere Mitwanderer getroffen. Und durch die Waldabschnitte gab es auch viel Schatten, also es eignet sich auch an etwas wärmeren Tagen. Und ein letzter Tipp wäre, wenn man am jüdischen Leben interessiert ist, gibt es hier wirklich sehr viele Infos, einen jüdischen Friedhof. Und dann könnte man zum Abschluss noch die ehemalige jüdische Synagoge besuchen. Da gibt es auch einen Gedenkraum und eine Ausstellung, die man auch besuchen kann. Kritikpunkte gibt es gar nicht so große hier bei dieser Tour. Man könnte einerseits anführen, dass es nicht so das große Highlight gibt. Auf der anderen Seite hat uns die erste Hälfte nicht ganz so gut gefallen, weil es da eben viel über Felder und Wiesen führt. Und auch im Ort, da gibt es natürlich logischerweise den ein oder anderen Asphaltabschnitt. Ja, Highlight war für uns auf jeden Fall die wunderschöne Aussicht hier am Kapleifelsen. Und dann haben uns die vielen schmalen Pfade gefallen, die sich da so schön durchgewunden haben. Die waren für uns auch ein Highlight. Unter dem Strich geben wir der Strecke daher 7 von 10 Punkten. Und wie immer nicht vergessen, Abo, liken, kommentieren, werden wir mit einem Herz quittieren.